Silenzium, Silenzium. Ich wollte gerade sagen, wenn die Tür mit Dreck überzogen ist, dann macht es doch sauber, damit man das Schloss auch finden kann. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Ich darf mich nicht schmutzig machen. Alles klar. Was haben wir hier? Ein Zierbogen. Hier sind Einkerbungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Vielleicht von einem Kampf oder sowas? Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkeln und Mustern. Hm. Den Krieger hatten wir schon, den Wächter hatten wir, die So... Ich habe Rubin. Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Ah, okay, gut zu wissen. Haben wir hier sonst noch irgendetwas übersehen? Den Arm hatten wir, den Wächter, die sollen... Alles klar, dann gehen wir mal zur Halle. Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Trotzdem gehen. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Auweia. Aber wie schön das auch gemacht ist, ne? Also die Hintergründe bzw. so das Setting, das gefällt mir schon sehr, muss ich sagen. Zum Kampfplatz. Hier haben wir noch einen Wächter. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Anfassen? Kannst du mich hören? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber einen Schritt näher und wir brechen dir auch noch den Hals. Mitfühlend, aber doch, Hau drauf mäßig dabei, Grabeingang. Ich muss da rein und die Waffe finden, sonst war alles umsonst. Ja, das machen wir ja. Wir sind ja dabei, meine Güte. Der Koloss. Das Abbild des Magier-Moguls, der vor tausenden von Jahren hier herrschte. Und nun hier begraben liegt. Er sieht aus wie ein riesiger Zwerg. Ist ein riesiger Zwerg noch ein Zwerg? Eine große Hand. Weiter nichts. Cool. High five? Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute werde ich mich endlich befreien. Oh, Kasim. Du wirst noch bereuen, was du mir angetan hast. Alles klar. Na gut, dann gehen wir mal zum Kampfplatz. Wir gucken uns einmal ein bisschen um. Nanu? Oh. Hoppala. Ach, guck mal, noch ein Wächter. Ein weiterer Wächter. Wir konnten ihn nicht töten, daher mussten wir ihm die Beine abschlagen. Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders als sie warst du von vornherein gegen mich und fielst mir nicht erst später in den Rücken. Danke. Irgendwie. Danke, dass du mich hast. Sad. Hier ist noch ein Monstrum. Er ist so groß und doch haben wir ihn erst so spät gesehen. Ich kann nicht glauben, wie dumm wir waren. Ich würde ja interessieren, wie der Kampf hier stattgefunden hat. Bastard. Ah. Alles klar. Danke, danke für nichts. Okay, dann Moment, ja, guck mal, hier, da, Dolch. Angucken. Das war Haruns Dolch. Und jetzt ist es meiner. Loot, loot, loot. Tut mir gut. Was haben wir denn hier unten noch? Das ist unser Weg hierher und unser Weg zurück. Okay. Kannst du es mitnehmen? Unser Seil.
wenn wir die Wächter von der anderen Seite nur schon bemerkt hätten. Jetzt hör dich nur an, wie jämmerlich du doch bist. Harun musste sterben. Wir müssen alle bereit sein zu sterben. Das ist der Tribut, den wir zollen müssen, um größer zu werden als unser armseliges Dasein. Okay. Ja, klasse. Auf keinen Fall. Das ist unser einziger Weg zurück. Ich dachte, ich kann das mitnehmen. Dann halt nicht. Also. Na gut, Harun, hallo. Na, wie geht's dir? Er ist heldenhaft gestorben. Okay. Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Jetzt mal ganz im Ernst. Die Tür ist noch zu. Dann hast du auch noch Zeit, hier den Typen runterzuholen. Sie hängt genau außer Reichweite. Hä? Wie wär's mit einem Dolch? Toll. Gut gemacht. Na, okay. Was haben wir denn hier so? Eine Trinkflasche, die hätte ich mir gerne vorher einmal angeguckt. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch woher. Vom Alkohol, natürlich. Eine Rolle Verband. Nehme ich mit. Verbände sind immer gut. Und eine Bürste. Harun liebte Pferde. Mehr als sie ihn. Pferde und Frauen. Ich mochte ihn trotzdem irgendwie. Dann hoffe ich mal, dass die irgendwo ein Pferd stehen haben, weil sonst wäre es ein bisschen seltsam, wenn er einfach so eine Pferdebürste dabei hat. Aber hey, was willst du machen? Haben wir hier sonst noch irgendeine Felswand, habe ich? Dahinter liegt die Grabkammer. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Nein, das ist es nicht. Ach, ich wollte doch gar nicht kombinieren, Dolch hier. Davon brauche ich kein Stück. Okay. Wie wär's denn mit einem Monstrum? Irgendwie irgendwas davon abkratzen? Ich hebe mir meine Kraft für den Krieg auf. Ja gut, und wie wär's mit dem Wächter? Das würde ihm nicht gefallen. Ja. Okay. Kann ich eventuell ein bisschen was zu trinken? Das würde ihm nicht gefallen. Alkohol trinkt er nicht? Ja, alles klar. Mit dem Rubin? Das würde ihm nicht gefallen. Och, ja, ist doch in Ordnung. Können wir irgendetwas miteinander verwenden? Alkohol und Verband eventuell. Alkoholgetränk, das war einfach. Okay, Pferdebürste und Verband. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ja, wäre noch ein bisschen früh, wa? Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Ja, das ist deine Meinung. Ich sehe keinen Zusammenhang. Nee. Okay, dann kann ich mehrere machen? Anscheinend nicht. Okay. Verband und Ich Deutsch. Kann den Verband problemlos von Hand zerreißen. Oh, ein bisschen flexen hier oder was? Na gut, dann gehen wir mal zur Halle. Und zum Grabeingang. Und meine Vermutung ist jetzt mal, dass wir das irgendwie sauber wischen können mit dem Alkohol. Die und Kruste ist zu trocken, um sich damit wegwischen zu lassen. Okay. Abkratzen? Das lässt sich nicht schneiden. Nein. Was ist denn mit dem Rubin? Rubin? Nein, das ist es nicht. Okay. Kann ich den, was mit dem Almandin wäre es, als gebe ich mein Leben fort. Ich werde es erst tun, wenn der Tod unausweichlich wird. Ja, alles klar. Möchte der Krieger denn bitte schön den Messer mal angucken? Er hat seine eigene Waffe. Ja gut, und der hier? Danke, Prinzessin. Aber das hilft uns leider auch nicht, das Schloss zu finden. Alkohol? Nein, danke, Prinzessin. Verband? Danke, Prinzessin. Eine Bürste, natürlich. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Bitteschön. Was soll das? Putzen. Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Hm?
Das bisschen Haushalt trete zurück von allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushalt. Oh, guck mal. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Bei allen zwölf Göttern. Es läuft ja hervorragend. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Mama Randa. Wir müssen es kleben. Kleben. Kann ich eventuell hier damit? Ja? Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Ach, gucke mal, was haben wir denn hier? Es sieht aus wie Blut. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Aha. Wurde das angezeigt? Habe ich das übersehen? War das vorher schon da? Hier, Verband. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Dann eventuell mit dem Messer? Ah, okay. Jetzt ist die Klinge klebrig. Klasse. Das ist doch das, was ich... Klebrige Klinge, Magier. Hier, kleb mal fest. Hier. Kleb damit das Bein. Das hat gut funktioniert. Sehr schön. Jawohl. Weil Scharniere zu teuer gewesen wären, oder was? Was steht da? Es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alrik? Ja. Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Die Götter stehen mir bei. Was? Was liest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Hä, warum denn? Es würde zu viel verändern. Wow. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Prinzessin? Wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah! Oh! Passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Alrik! Kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft. Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen. Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Mit einer Menge Fantasie. Ich dachte jetzt irgendwie, wie soll sich denn eine große Steinplatte alleine wieder aufrichten? Aber na gut, da sind halt Ketten dran. Na, alles klar. Dunkelheit. So, was haben wir denn hier? Stäbchen. Ein Räucherstäbchen. Es riecht würzig. Und süß. Das ist bestimmt magische Myrrhe. Ihr als Tochter eines Kalifen müsst das doch kennen. Mein Vater mochte keine schönen Dinge. Wow. Kann man das eventuell nochmal... Ich sollte es erst einmal aufheben. Entschuldigung, werte Prinzessin. So. Räucherstäbchen, ein bisschen mit Verband. Das Stäbchen sollte auch so gut brennen. Okay. Kann ich denn einmal nach hier? Nach draußen. Entschuldigen Sie, Sir, kriege ich ein bisschen Feuer? Was soll ich damit? Nichts, du sollst mir nur ein bisschen... Was soll ich damit? Du sollst mir doch nur Feuer geben. Was steht denn hier? Inschrift. Sie schimmert in der Luft, wie ein frisch geschliffenes Beil. Soll ich es Ihnen doch sagen? Nein. Es würde alles verändern. Warum? Sag es doch einfach. Oh Gott, dammit. Lichtspalt. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich muss anders Licht machen.
ein bisschen Thomas an das Licht. Und ich habe das Messer nicht mehr. Ja, alles klar. Na gut, eine Silberschale. Ihr sagtet einst, die Maske sähe nicht aus wie eine Maske. Nein, sie hat die Gestalt von zwei Tentakeln mit Kinderhänden. Im Ernst? Aber gut. Dann ist das hier wirklich nur eine dreckige Silberschale. Dann macht die doch mal sauber. Hier, da, was? Verstaubte Silberschale, erstmal ein bisschen. Der trockene Verband. Dann nimm damit. Das sollte reichen. Guck mal, glänzende Silberschale. Sie strahlt jetzt wieder. Ja, strahlen ist, gut, eine Ringhalterung. An der Säule hängt ein Ring. Offenbar ließ sie sich einst verschieben. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Hm, ja, alles klar. Kann ich denn hier eventuell die Schale reinlegen? Nein, das ist es nicht. Okay, dann halt nicht. Was haben wir hier denn? Dunkelheit. Das Licht der Fackel reicht nur bis hier. Mhm. Ja. Habt ihr etwas gefunden? Ja, ich glaube hier. Aber ich muss es sehen, um sicher zu sein. Wo ist der denn überhaupt? Ne, okay. Lichtspalt. Ich hätte gerne mein Messer zurück. Da ist irgendwo ein kleiner Spalt in der Wand. Das hatte ich mir auch so gedacht, dass man halt die glänzende Silberschale... Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich muss anders Licht machen. Das Licht der Fackel. Ja, gut. Okay, vielleicht ja von der anderen Seite. Vielleicht ist da irgendwo ein kleiner Spalt oder sowas, wo man gucken kann. Was ist das? Nee. Da ist der Säulengang, den hatten wir noch nicht. Dahinter liegt der Grabeingang. Okay. Dass wir es überhaupt bis hierher geschafft haben, grenzt an ein Wunder. Felswand. Dahinter liegt die Grabkammer. Genau. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Ja. Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders. Danke. Ja, bitte. Ja gut, was, wie und all sowas. Hier, kann ich damit eventuell die Wächter aktivieren oder sowas? Dass die mir das einmal kaputt hauen? Ich darf jetzt nicht den Kopf... Nee. Habe ich hier unten noch irgendetwas liegen lassen eventuell? Nee. Das Seil darf ich auch nicht mitnehmen. Ich würde ja ganz gerne... hier die Wand so ein bisschen einreißen, dass, damit da mehr Licht durchkommt. Aber, ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Hm. Das bringt mich nicht weiter. Okay. Verband? Nein. Doch. Besser nicht. Nein. Monstrum. Felsen? Wieso ist da nochmal Felsen? Die Reste des kolossalen Ohrschmucks. Erst das hat der Kreatur den Rücken gebrochen. Ah, okay. Der Krieger kann noch so viel rumtönen. Am Ende hat uns der Magier den Hals gerettet. Ah, die Kampfszene war quasi die Szene, wo Dingen... Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kam. Doch ab... Ja, danke. Ja, danke. Hier, wo die ganzen Credits bzw. die Leute und so aufgezählt worden sind. Habe ich hier noch irgendetwas? Bruchstelle. Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Was haben wir hier noch? Ruinen. Es heißt, ein uraltes Wesen lebt in diesen Hallen. Es hat zwei Pferdebeine und eine smaragdene Lanze und jagt damit jeden Grabräuber bis an das Ende seiner Tage. Wenn wir es in die Schlacht schaffen, ist das ja nicht mehr lang. Eine smaragdene Lanze? Sowas habe ich auch noch nie gehört. Nette Idee. So, Hand hatten wir. Den Koloss hatten wir schon. Grabeingang.
Haben wir hier sonst noch irgendwo irgendetwas liegen, womit wir arbeiten können? Hier den Arm eventuell. Ich komme ihm besser nicht zu nah. Auch ohne Körper ist er noch gefährlich. Bleib unten. Okay. Das würde ihm nicht gefallen. Das würde ihm. Ach. Das würde ihm nicht gefallen. So. Hier haben wir nur noch die Ringe. Ein Loch. Das ist ein Loch. Sieht aus, als hätte sich etwas durchgefressen. Hallo? Das ist kein Ausweg. Okay. Mir fehlt die Vision. Hab ich eigentlich... Nee, einen Zauber habe ich nicht. Okay. Nein. Dann versuche ich halt mal so ein paar Sachen zu... Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Kombinieren? Das wird... Das Stäbchen sollte auch so gut brennen. Alkohol. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Besser nicht. Verband. Die Schale glänzt. Ja. Guck mal, dann machen wir uns nochmal einen Verband. Und, nach draußen, Dunkelheit, Lichtspalt. Können wir von dieser Seite irgendwie was machen? Das führt doch zu nichts. Du könntest eventuell mal was durchstecken, quasi, um zu sehen, wo auf der anderen Seite das Loch ist. Besser nicht. Das wäre so mein Ansatz gewesen. Als ob ich damit mehr sehen könnte. Ja, das... Ach. Ringhalterung. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen. Das kann ich dir doch auch nicht sagen. Das bringt mich nicht weit. Schade. Nein. Ringhalterung. Ich darf mein Ziel. God damn it, Haken. Kann ich dich irgendwie anfassen oder so? Ah! Oh. Ich habe mir die Hand aufgerissen. Der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Hoppala. Er ist überzogen mit meinem Blut, weil ich zu dumm bin, im Dunkeln aufzupassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Verband? Irgendwie abwischen? Der Verband ist jetzt voller Blut. Okay, blutiger Verband. Alkoholgetränkter Verband. Ringhalterung? Nein, das ist es nicht. Loch? Hm. Lichtspalt. Ich darf jetzt nicht den Kopf... Räucherschale. Kann ich da eventuell etwas reinlegen? Aha. Bisschen Alkohol dazu? Das ist kein gutes Opfer. Ach, das ist als Opferung gedacht. Bin ich eventuell ein bisschen zu schnell unterwegs? Da ich Sachen zu früh mache? Ich... Darf ich eventuell mal dein Schwert ausleihen? Gern. Anscheinend nicht. Den kann ich, glaube ich, auch nicht ansprechen. Du redest nicht viel, richtig? Richtig. Alles klar. Säulen hatten wir schon. Zur Halle. Können wir den nochmal irgendwie anquasseln? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber ein... Kampfplatz. Harun. Hast du noch irgendetwas, was mir helfen könnte? Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Er ist tot. Ja, ich versuche doch nur ein bisschen... Er ist tot. Ja, ihr Räucherstäbchen, irgendwie Feuer oder sowas. Er ist tot. Ja, das weiß ich. Er ist tot. Ja. Er ist tot. Was ist er? Er ist tot. Ach so. Monstrum. Bastard. Das ist nicht sehr nett. Ich würde aber ganz gerne... Mir fehlt die Vision. Nein. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen... Ich weiß nicht einmal... Ich darf mein Ziel... Besser nicht. Nee, Felswand. Ich will doch Ich will das doch... Keine Lieber Ahnung. Nicht. Irgendwie in die Luft springen oder sowas? Hm.
Ich habe aber im Moment auch sonst nichts. Säulen, Wächter, Felswand, Harun, mit dem kann ich ja nichts mehr machen. Felsen, Nein. Mal gucken, ob ich hier noch irgendetwas anderes machen könnte. Außer das Seil. Ich kann auch nicht zurück. Meine Prüfungen... Ja, lass das doch einfach mal sein. Ich kann auch meine... Ich bin gerade so ein bisschen ratlos. Und es hat gerade erst angefangen. Da ist halt eine Hand. Eine große Hand. Ja, weiter nichts. Das Schön. Erbe dieser Hände. Doch nee. Heute wird... Oh, Kas. Ach, was auch immer. Der redet ja nicht viel. Das hatten wir ja auch schon. Brauchen wir nicht mehr. Zierbogen. Arm. Ich würde gerne den Arm irgendwie für irgendetwas benutzen. Er ist ein guter Kämpfer, aber er hat es nicht... Besser, ihr bleibt mir fern. Gern. Ach, komm schon. Hier, Rubin. Mit dem Almandin wäre es, als gebe ich mein Leben fort. Ein bisschen Alkohol. Lieber nicht. Warum denn nicht? Du blutest. Ich brauche keinen Verband. Meine Kampfeswut macht den Schmerz erträglich. Beeindruckend. Was mal, hast du jetzt mal Feuer? Was soll ich damit? Was soll ich damit? Du blutest. Ich brauche... Beeindruckend. Den Almandin opfern. Ich dachte ja eigentlich, dass wir hier mit unserem Blut schon ein Opfer gebracht haben. Der Almandin gehört mir. Ich werde ihn auf keinen Fall opfern. Dann halt nicht. Wahrscheinlich als Spiegel benutzen. Ja, mal gucken, ne? Vielleicht ihr Lichtspalt irgendwie oder vielleicht als... Nein. Ich dachte sonst eventuell irgendwie als Prisma oder sowas. Haken, Ringschar, Lichtspalt, Loch. Kann ich da eventuell... Das bringt mich nicht weit. Ja, das habe ich mir gedacht. Das Licht der Fak... Das ist alles sehr verwirrend. Was haben wir denn? Ja, er leuchtet die Kammer ohne Feuer oder Magie zu verwenden. Das ist ja schon mal klar, das weiß ich ja. In der gorischen Wüste steht eine gewaltige Schlacht bevor. Der Dämonenherr Borbard, Borbarat, so, will eine Legion von Westen aus in die Höhen erfesseln und die mächtigen Krieger eventuell stellen und entgegen. Ja, alles klar. Das haben wir ja auch schon in den Gehörern. Das mag ich für eine Prinzessin. Sad. Oh, das ist aber sad. Ja, ein sprechenden Zau... Ist das nicht ein bisschen vorgegriffen? Was für... Hä? Wir haben doch noch gar keinen Zauberstab. Ist überhaupt irgendwie irgendetwas so drumherum? Nee, ne? Nee. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich muss anders Licht machen. Da ist irgendwo ein kleiner Spalt in der Wand. Ist das eigentlich... Da, wo jetzt die Spitze vom Mauszeiger drauf ist, seht ihr das auch? So ein ganz kleiner roter Punkt? Oder? Ne, auf meinem Bildschirm ist das nicht. So ein Pixel ist das. Ja, das ist in Ordnung. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn du dann was auf dem... ist ja auch egal. Dunkelheit. Ich dachte eigentlich auch, dass ich irgendwie mit dem Rubin noch irgendetwas machen kann. Aber ist anscheinend nicht so. Ich möchte jetzt noch keine Hilfe verwenden. Aber... Prinzessin, beeilt euch.
Das Licht der Fackel reicht nur bis hier. Prinzessin, beeil. Was ist denn mit den Säulen? Ich spüre es ganz deutlich. Etwas in diesen Steinen lebt und atmet. Nein,